Hallo, herzlich willkommen zurück beim nächsten Mal, was ja dann dieses Mal ist. Bei uns geht's weiter. Wir hatten gerade den tollen, tollen Händler. Ach ja, ich sehe schon. Der sammelt. Oh, oho. Schrift, Schrift. Fängt Schildkröten. Fängt Froschschenkel. Schürft, schürft, schürft. Lehm oder Sand? Das Küstenhaus ist ja richtig sinnvoll. Davon bauen wir gleich noch ein paar. Aber erstmal soll er Sand uns beschaffen. Und da baue ich glaube ich gleich noch eins. Können wir hier? Ne, da können wir auf jeden Fall ran. Umdrehen wir eine Idee, wa? Tools! Tools! Feuerwut und Tools! Und Holz! Und. Ja, weil wir gerade so viel gebaut haben. Aber die waren jetzt nicht teuer, ne? Ja, doch 30, 60 Holz. Was wir da schon wieder abschröpfen müssen. Mal gucken, wofür brauchen wir Lehm? Bestimmt für Ziegel. Ziegel brauchen wir bestimmt für irgendwelche High-End-Gebäude. Gut, das hat noch geklappt. Ich habe gerade gesehen, wir haben gar keine Labore mehr gehabt. Wir brauchen auch langsam, dringend eine Schule. Feuerwut, ja, ja, was soll ich machen? Noch einen vierten Holzhacker. Fand die Übersetzung als Holzfäller total sinnvoll. Das sind ja keine Holzfäller. Die Holzfäller sind ja eher die Laborer oder die Förster. Schön, dass das funktioniert. Drei Seile. Wir wollten gucken, was wir aus Seilen machen können. Was ist denn das da in der Mitte? Kann ich auch nicht sehen. Schule, Hospital. Eine Schule wäre natürlich total toll. Aber die Schule ist mir im Moment ein bisschen zu teuer. Naja, wenn dann so. 16 Eisen. 50 Holz. Nee, 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 nee. Wo ist denn das Holz schon wieder alles hin? Holz mal hier wieder eine Runde, Kinder. Rathaus. Ein Rathaus wäre natürlich irgendwann jetzt auch eine Anschaffung, die es wert wäre. Hier ist das ganze Holz hin. Der schöpft vielleicht. Nee. Schürfen ist wahrscheinlich schon das richtige Wort. Oder das gewollte. Glasmacher zu bauen, allein schon brauche ich Sand. Das finde ich ja auch ein bisschen komisch. Seile, wir haben immer noch keinen Flachs. Und die Köhlerei kann zur Ziegelei verbessert werden. Ah, ich sehe schon, wie das hier läuft. Wenn das steht, das freut mich dann auch.
produziert ihr reichlich? 14 ist nicht viel. 14 ist auch nicht reichlich. Aber Kinder haben wir reichlich. Aber das Städtchen entwickelt sich. Das ist doch schon mal was. Viel wert. Ach so, da fällt mir... Apropos entwickelt sich, fällt mir ein. Ja, das pausieren wir erstmal. Ist auch Quatsch. Das hat sich hier hinten, das habe ich doch mal alles weggenommen, ne? Können wir ja schon mal wieder ein bisschen hier abholzen. Das müsste ungefähr passen, wie ich es eingestellt habe. Na, Tastatur jetzt. Ach, wie schön. Wenn jetzt wieder ein toller Händler kommen würde, da fällt mir gerade was auf. Wir haben einen Haufen Klamotten. Wolle. Aber auch Ledermäntel. Beidet. Inventory. Da Hype Gold. Nehmen wir mal 20 mit. Und Wolle nehmen wir mal 40 mit und schauen mal, ob das so ungefähr klappt. Ja, wenn wir zu viel Sand haben, müssen wir das pausieren. Ja, im Moment haben wir ja noch keinen Abnehmer für Sand. Ein Händler. Ein Händler. Lange Mäntel. Nö. Kannst gleich weiter. Wenn wir was haben, dann sind es Mäntel. Schön. Schön, schön, schön. Das kleine Dörfchen entwickelt sich. Langsam, aber stetig. So, so ein Holzlieferant. Das wäre jetzt so, so jener, der kommt. Ach ja, wir haben hier 500 Holz. Wissen nicht, wohin damit. Da würde ich auch nicht nein sagen. Auch zu leicht überhöhten Preisen. Dann könnt ihr aber bestellen, wenn der nächste Händler kommt. Aber das auch nur bei bestimmten Händlern, ne? Du machst die Wollmäntel, du machst die Ledermäntel. Stimmt das alles noch? Nee. Wieder. Leder. Das ist auch weniger geworden. Reichlich weniger geworden. Dass der Jäger nicht so viel Wild, nicht so viel Leder produziert. Ja, kein Firewood, kein Firewood. Was soll ich denn machen? Was soll ich denn machen? Ich habe mir wieder so viel Gebäude gebaut, dass es mit dem Holz an sich mau wurde. War auch jetzt nicht die schlauste Sache. Ich war da ein bisschen. Ich wollte ja auch hier auch mal was zeigen, ne? Bin da ja nicht so. Dass ich die beiden gebaut habe, war eigentlich auch total schwachsinnig. Aber ich will mir diese neuen Sachen, die finde ich total interessant, die würde ich mir gerne halt mal anschauen. Lehm. Aber ich glaube, ich werde einfach Schildkröten und Froschschenkel sammeln lassen. Na? Jetzt könnte langsam mal die nächste Fuhre erwachsen werden.
12, 13 neue. Könnt ihr nicht gegen sagen. So, und du sammelst jetzt Froschschenkel. Und wenn es meinen Bürgern dann nicht gut geht, dann weiß ich auch nicht. Kinder geboren werden ja ohne Ende, aber erwachsen werden müssen sie jetzt langsam wieder. Schon wieder ein Händler. Mann! Ja. Was will der denn andauern mit seinen warmen Klamotten? Was will ich? Als hätten wir nicht mehr als genug. Wenn wir was haben, dann sind es Klamotten. Ich weiß, dass es Firewood Low ist. Was soll ich denn machen? Ich könnte eine Mine bauen. Aber die ist auch wieder teuer wie blöd. Dann könnte ich als Brennstoff Kohle fördern. Ich könnte genauso auch für Stein langsam einen Steinbruch bauen. Den werde ich auch irgendwo hier hinten hinsetzen. Aber der kostet ja im Moment, kostet doch auch relativ viel, ja, 80, 40, so viel. Das ist im Moment halt etwas fern unserer Möglichkeiten. Haben sie schon alles abgeerntet. Ist auch ein schöner Platz hier eigentlich für ein Städtchen. Wenn wir uns hier langsam dann irgendwann hocharbeiten und hier und... Ach ja! Late Game, ich komme. Wo die denn hin? Habe ich euch so weit geschickt? Das im Winter! Neun. Da sind fünf Mann drin und ihr habt neun produziert. Neun Eisen. Aber eigentlich müsste sich das Eisen doch auch hier sammeln, wenn wir kein Holz haben. Wie viel hast du denn dieses Jahr produziert? Letzte Saison 152. Ich bin stolz auf dich. Und du so? 72. Ja, das ist auch okay. Und unten 64. Ja, ja, das ist. Für Anfänger ist das in Ordnung. Zwei neue Arbeiter. Kann man eigentlich schon mal einen in die Mine schicken. In die Minen! Herr der Ringe, muss ich auch mal wieder gucken. Fällt mir da gerade ein. So ein kleines winziges Häuschen so für die Arbeiter. Bis dahin sind die Minenarbeiter. Vielleicht gibt es auch was Schönes Deko-mäßiges. Eine Statue. Zu meinen Ehren. Einfach mal so mitten in die Walachei. Oder ein Plumpsklo für die Arbeiter. Kostet das 8 Holz? Ja, billig. Nett, die Galgen. Wildblumdekorative Hecke. Nö. Nee. Was gibt's hier? Keimauer. Vielleicht hört man es ja im Hintergrund, es ist Mittwoch, 15 Uhr. Die Feuerwehr. Haus am Kai. Das ist ja hübsch. Das ist ja wirklich hübsch. Wir haben einen Händler. Rote Beete, rote Maulbeeren. Wir brauchen aber keinen Futteralien. Läuft das hier? Froschschenkel. Alter, der Froschschenkel ist ganz schön viel.
würde ich gerne mal gucken, wie viel Froschschenkel so wert sind. Kurz runtergehen hier. Würstchen, Quitten, Froschschenkel. Das würde mich mal interessieren. Was war das andere? Schildkröten. Gibt es vielleicht ein Restaurant, was Schildkrötensuppe daraus macht? Ein französisches Restaurant und dann haben wir Schildkrötensuppe. Ja, hätte ich gerne. Eingelagert. 2. Die sind 2 wert. Das ist ja. Gelten die als Nahrungsmittel? Ich hoffe mal. Also wenn die 2 wert sind, dann kann ich die auch als lecker Happer Happer verbuchen. Und wo sind jetzt die Schildkröte? Schildkröte? Da. Gerade so eine Kinderfuhre. Fass mal kurz nicht auf. Werden hier erstmal 200 Kinder geboren. Finde ich gut. 200 Eisen ist auch totaler Quatsch. Können wir auf 500 hochmachen? Wir haben eine extra Eisenlagerstätte. Und die würde ich ja eigentlich gerne zum Steinlager umsatteln. Dafür müsste ich das aber wegpacken. Und ich habe kein zweites allgemeine Lager. Von daher ist es das auch nicht wert. Die Mine schicken wir mal noch in. Den können wir eigentlich. Eigentlich könnten wir den auch pausieren. Ich kann da im Moment eh nichts machen. Der zweite Schmied. So, jetzt haben wir ein paar Leute doch. Ist schon wieder einer? Ja. Schau mal einer gucken. Oh. Hallo. Danke. Weiter geht's. Haben wir schon mal zu 2/3 gefüllt. Bam, bada, bam, bam, bada, bam, 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 bada, bam, bam, bada, bam, 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 bam. Schön. Also ich habe mich ja übelst, könnte man sagen, übelst über diese Mod gefreut, weil ich habe mich auch lange auf das Modding dieses Spiels gefreut, weil es halt tolle Möglichkeiten bietet und das habe ich dann halt damals schon gesehen bei der Vanilla-Version. Dass das mal groß rauskommt. Und jetzt, also ich freue mich richtig über die ganzen vielen neuen Möglichkeiten. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Damals hatte ich zu der Zeit jetzt schon alles gebaut, was man so bauen kann. Bei 100, 150 Einwohnern warst du dann fertig. Dann konntest du nur noch versuchen, das zu erweitern. Und jetzt hast du ja hier und dann da noch und dann Froschschenkel und dann Schildkrötensüpp und Kerzen und Öl und dann kannst du die Gebäude weiterentwickeln. Mich würde es nicht mehr wundern, wenn ich den Trading-Posten noch. Production? Wieso Production? Der produziert auch gar nichts. Die frieren hier sich einen Wolf. Muss ich auch mal gucken, was man noch so alles erweitern kann. Das war klar. Kann man den? Nee. Ey, schade. Kann man die? Nee, schade. Die Fleischer vielleicht? Nee. Nope. 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 Aber hier vielleicht? Nein. Schade. Aber man kann ja nicht jedes Gebäude erweitern lassen. Wäre auch Quatsch. So, jetzt müssen die eigentlich produzieren wie blöd. 14 ist schon besser.
Das hat der Schmied wenigstens auch zu tun. Ist schon wieder nachgewachsen. Entfernt es. Ich will es nicht mehr sehen. Schon wieder Holzprobleme. Das ist immer, wenn man dann hat und sich denkt, ach ja, dann baue ich mal 200 Gebäude und ich hab ja... Dann bedenkt man aber nicht, dass jedes Gebäude so ein kleines Ding hier, 30 Holz. Du hast nur 250, 300 und denkst dir so, ach ja, machen wir mal. Und dann schnips, alles weg. Alles weg. So schnell kannst du gar nicht gucken. Achso, jetzt habe ich gar nicht... Ich bin schon wieder beim Imker hier. Dabei habe ich hier 5 Labore. Alle in die Minen. Das ist mir jetzt egal. Ich brauche bessere Werkzeuge. Bessere Werkzeuge ist mehr Produktion. Mehr Produktion ist gut. Ja, dann kriegen wir vielleicht auch mehr Holz. Wir haben jetzt 3 Forester. Das müsste doch jetzt langsam ein bisschen wenigstens unterstützend wirken. Bis wohin geht denn das so? Können wir da nicht noch sagen? Hier bis hierhin noch ein bisschen Rodung. Oder hier oben noch ein bisschen. Ein Trader. Walfleisch. Eier. Seidenraupen. Aber sowas brauchen wir alles noch nicht. Respektive ist Futter und Futter brauchen wir generell wenig bis gar nicht. Obwohl wir schon auf 2,5 wieder gesunken sind, weil wir jetzt schon 90 Leute haben. Also 92 Erwachsene und 24 Kinder, die sind ja extra zu sehen. Wir haben ja schon über 100 Mann und Frauen, Männer und Frauen hier versammelt. Schon ein großes Dorf. Muss man sagen, ist jetzt schon ein großes Dorf. Für mittelalterliche Verhältnisse eigentlich schon eine kleine Stadt. Mit dem Außenposten und allem, ja doch. Später Sommer und wenig Essen. Das ist ja noch in Ordnung. Aber müssen wir mal gucken, dass wir das nächste, also die nächsten Leute, wir können ja eigentlich mal das wieder tauschen dann. Dass wir das große Feld aktivieren und das kleine für die nächste Periode. Dass wir das wieder wechseln. Wie passen da eigentlich drauf? 4. Dann nur 3, ja. Das sollte doch funktionieren. Bam, bada, bam, bam, bam. Gucken wir mal mit unseren knapp 120 Mann in die Herbstpause gehen. Bis zur nächsten Folge. Wo wir uns dann wiedersehen. Bis dahin. Tschüss.